Ja, so schwierig ist es, die Verhältnisse zu wenden. Ne? Da wird geschraubt. Ja, wie ihr wollt. Okay, also dann fange ich mal an mit der Problematik des Zinseszinses. Was soll denn daran so problematisch sein? Eigentlich ist das doch eine feine Sache, wenn man Geld anlegt, dass das dann immer mehr wird. Und zwar sogar ja irgendwie auch in beschleunigtem Maße. Warum soll das problematisch sein? Und wenn man das dann gar in Frage stellt, was war das? Wenn man das in Frage stellt, dann heißt es, da will jemand den Sparern jetzt die Zinserträge wegnehmen. Also es ist nicht so einfach, sich diesem Themenkomplex zu widmen. Könnt ihr das mal hier? Ich will mal mich rantasten hier. Upsala. Mit einer Grafik, wo hier mal davon ausgegangen wird, dass ein bestimmter Geldbetrag angelegt wird, zinstragend angelegt wird. Und am besten macht sich sowas ja an einem Beispiel. Ich will das mal an dem Beispiel machen mit 5% Zinseszins oder zu 5% Zinseszins. Das ist hier der Zeitablauf. Und zwar will ich jetzt nicht einzelne Jahre nur betrachten, sondern über Jahrzehnte das Geschehen mal so grob skizzieren. Und aus bestimmten Gründen wähle ich hier also Jahresabstände von 15. Das heißt 15, 30, 45, 60, 75 Jahre seit Neustart eines Systems, eines Geldsystems. Gehen wir mal davon aus, wenn wir D-Mark und Euro noch zusammen sehen in der Entwicklung, dass der Neustart erfolgte mit der Gründung der D-Mark. Das war 1948, noch vor Gründung der Bundesrepublik, wo die drei westlichen Besatzungszonen währungsmäßig dann schon mal zu einer Einheit zusammengefasst wurden. Und danach kam ja dann erst die Gründung der DDR und dann auch währungsmäßig Ostmark und dann eben für den Westen die D-Mark. Ja, was bedeutet 5% Zinseszins? Wozu führt der innerhalb von 15 Jahren? Vielleicht schreibe ich hier mal diese Zahl hin. 15 Jahre. 30, 45, 60, 75 Jahre. In dem Fall führt das annähernd zu einer Verdoppelung des anfänglichen Betrages. Zinseszins heißt ja, die jährlich anfallenden Zinserträge, die werden nicht entnommen, sondern im anderen Extrem werden sie voll wieder draufgepackt auf die angelegte Geldsumme und dadurch wächst ja der Betrag, der dann verzinst wird. Es ist zwar der gleiche Zinssatz, aber es ist eine größer gewordene Bezugsbasis und dadurch wächst der Zinsertrag für das nächste Jahr. Und wenn der auch noch draufgepackt wird, dann ist der Zinsertrag im darauffolgenden Jahr noch mal größer. Und zwar nicht nur, dass das linear ansteigt, dieser Zinsertrag, sondern das ist eben das Wesen dieses Zinseszinses. Er steigt, wie man das nennt, exponentiell an. Und das heißt, innerhalb bestimmter Zeiträume, in dem Fall also knapp 15 Jahre, führt es zu einer Verdoppelung. Das hat dieses exponentielle Wachstum sozusagen als Wesensmerkmal. Diese Verdoppelung der Beträge in bestimmten Zeiträumen. Also nach 15 Jahren ist aus einem Euro oder aus einer Million oder einer Milliarde, wenn man das dann gesamtwirtschaftlich in solchen Größenordnungen betrachtet, wären 2 geworden. Im nächsten
In den nächsten 15 Jahren werden aus den 2 Euro 4 Euro. In den nächsten 15 Jahren werden aus den 4 Euro 8 Euro. Also immer wieder Verdoppelung ist jeweils vorangegangen. Dann aus 8 Euro werden 16 Euro. Ja, schon ist die Tafel zu klein. Warum haben wir keine größere Tafel hier? Aber da kämen wir auch nicht lange mit zu Rande. In 75 Jahren würde das hier durch das Zelt durchstoßen. Also, es sprengt erstmal den Rahmen der Tafel, es sprengt dann den Rahmen hier des Zeltes. Es sprengt im weiteren Verlauf, im weiteren Zeitablauf, schließlich jeden Rahmen. Und hier deute ich das mal an, indem ich diese Punkte miteinander verbinde. Hier müsste der nächste Punkt sein, also wäre das jetzt so hier ungefähr. So. Das vermag das Geld innerhalb des Zinssystems. Geldvermögen. Ja, daher ja wohl auch der Ausdruck Geldvermögen. Dieses Geld, das zinstragende Geld, vermag sich zu vermehren. Wie gesagt, eine feine Sache für die Geldanleger. Ja, allerdings ist ja das schon mal, könnte ja mal ein Anlass sein zu fragen, ja, wie soll das überhaupt funktionieren? Und solche Fragen haben sich die Erwachsenen in unserer Gesellschaft meistens schon abgewöhnt. Kinder fragen immer mal so in der Richtung. Wenn die Oma ihnen ein Sparbuch da angelegt hat oder eingerichtet hat und dann dem Kind erzählt, also das wird jetzt von Jahr zu Jahr mehr. Und das Kind fragt, ja, aber Oma, warum denn? Wie geht das denn? Wie kommt das zustande oder so? Warum, warum, warum? Ja, das macht der Zins. Ach, der Zins, wer ist denn das? Ja, und dann fragen die Kinder weiter und irgendwann sagt die Oma, es kann auch der Opa sein oder sonst wer, ja, das verstehst du nicht, da bist du noch zu klein zu. Und dann wird sowas abgewimmelt und später taucht das nicht mehr auf. Also noch nicht immer im Mathematikunterricht, wo man ja die Zinseszinsformel und die Exponentialfunktion irgendwo mal durchnimmt, wird aber kaum offenbar gefragt und behandelt und diskutiert, wie das denn eigentlich funktionieren kann und funktionieren soll. Wo kommt denn das Geld her, was dann in den Händen der Geldvermögenden sich immer weiter und in beschleunigtem Maße anhäuft? Wo kommt das denn her? Ja, da greife ich erstmal auf die konventionelle Auffassung der Bankgeschäfte zurück, dass die mit diesem Geld Kredite vergeben. Wie gesagt, darüber hinaus geben sie noch Kredite, aber das ist das nächste Kapitel. Wenn sie Kredite vergeben mit diesem Geld, was ihnen von Geldanlegern anvertraut wurde, dann heißt das ja zum Beispiel Kredite an Unternehmen, die damit ihre Investitionen finanzieren, dann heißt das, dass die Unternehmen sich verschuldet haben. Sie sind Schuldner geworden. Und diese Schulden, die bringen ja einiges mit sich, nämlich sie fordern ja dann von Seiten der Gläubiger den Schuldendienst. Also die Schulden müssen bedient werden, beziehungsweise besser gesagt, die Gläubiger müssen bedient werden mit einmal jährlichen Zinsen, dann zweitens im Laufe der Laufzeit des Kredites oder spätestens am Ende der Laufzeit Rückzahlung, das nennt man Tilgung dieses anfänglichen Betrages. Und das sind schon mal zwei Aspekte, ich mal die mal hier hin. Das ist hier Kredit mit Zinsen, mit Tilgung und wenn das irgendwie dann nicht aufgebracht wird in der vereinbarten Form, weil die Schuldner nicht mehr können, weil sie aus irgendwelchen Gründen ja, nicht mehr so viel zum Beispiel als Unternehmen Rückflüsse haben, um den Schuldendienst zu leisten, dann greift das hier, Sicherheit, dingliche Sicherung
Absicherung des Kredites, Absicherung jetzt für den Gläubiger oder die Gläubiger, zum Beispiel in der Form, in der Form bei Immobilienkrediten, dass das Haus, was damit finanziert wurde, dass das jetzt noch gar nicht hier dem Hausbesitzer gehört, sondern dass ihm das jetzt weggepfändet wird, Zwangsversteigerung. Und aus dem Erlös der Zwangsversteigerung wird der Rest der Schuld beglichen, wenn es denn ausreicht. Was war das? Ah, ja, es wird eng hier. Ne? Danke. Also, wenn das Haus zwangsversteigert wird, dann stürzt der Hausbesitzer, der sich ja schon als Eigentümer wähnte, stürzt ab in das Obdachlose, also ohne Dach über dem Kopf. Jetzt auch wörtlich zu nehmen, im Extrem, etwas, was in den USA in der Weltfinanzkrise massenweise geschehen ist, also der Zusammenbruch der Schuldner unter der wachsenden Schuldenlast. Und viele sind wirklich in der Obdachlosigkeit gelandet und sie haben sich ganze Gürtel um Großstädte entwickelt, Zeltstädte, aber nicht aus Romantik und weil Zelten so irgendwie, ja, was ganz Abenteuerliches ist, sondern aus Not heraus. Wenn das andere Grundstücke sind, meinetwegen, wo Bauern den Acker verpfändet haben oder als Sicherheit gegeben haben, dann wird ihnen der Grund und Boden unter den Füßen, und zwar im wahren wie im übertragenen Sinn, weggezogen. Und sie stürzen ab ins Bodenlose. Das heißt, sie verlieren auch im übertragenen Sinn den Halt, aber eben auch materiell und ökonomisch stürzen sie ins Bodenlose. Und das hat immer wieder Phasen gegeben, beginnend schon im Frühkapitalismus, wo Massen von Menschen, die sich erstmal verschuldet hatten, damals die Bauern, die in die Bauernbefreiung gegangen sind und sich die erkämpft haben, haben sich verschuldet, um die Grundstücke zu erwerben und um ihre Einsatzfaktoren vorfinanzieren zu können. Und dann floss das nicht so zurück. Sie haben ihre Waren in der Konkurrenz gegeneinander nicht so absetzen können, dass sie den Schuldendienst hätten leisten können. Also sind sie massenweise abgestürzt. Ja, das, was ich hier nur an einem einzelnen Fall symbolisch andeute, ist für Hunderttausende oder für Millionen Menschen dann die Folge gewesen von Überschuldung. Und das sind Prozesse, die ja nicht nur historisch eine Rolle gespielt haben, sondern aktuell und weltweit und dramatische Auswirkungen nach sich ziehen. Nun, manchmal reicht das aus, hier die Zwangsversteigerung, um die ausstehenden Forderungen dann einzutreiben. Für den Fall, dass nicht das ausreicht, wird zurückgegriffen auf den Bürgen. Das kann ein persönlicher Bürge sein, der dann aber voll haftbar gemacht wird, was sich manche Bürgen nie haben träumen lassen, dass es ihnen dann an den Kragen geht und dass es kein Entrinnen gibt. Es kann aber natürlich auch der Staat dann als Bürger einspringen und da sind wir zum Beispiel bei den ganzen Rettungspaketen, wo dann nichts mehr zu holen ist für die Gläubiger. Nehmen Sie den Staat in die Pflicht, also durch entsprechenden Einfluss auf die Politik. Und der Staat, da fragt sich wieder, wo kann der das Geld und die Gelder herhaben? Letztendlich von den Staatsbürgern. Weswegen ich schon seit Jahren davon rede, die Staatsbürger heißen deswegen Staatsbürger, weil sie letztendlich für die Staatsschuld bürgen. Das sind also erhebliche Konsequenzen, die an dieser Struktur des Geldes, des Geldsystems dranhängen und damit zusammenhängen, dass dieses Geld und diese Geldvermehrung überhaupt nur funktionieren kann auf der Grundlage entsprechender und das heißt spiegelbildlich sich entwickelnder Verschuldung. Verschuldung soll das heißen.
in beschleunigtem Maße müssen die Schulden anwachsen, gesamtwirtschaftlich betrachtet. Das ist jetzt nicht auf einen einzelnen Schuldner bezogen, sondern auf das gesamtwirtschaftliche Volumen oder letztendlich global, weltwirtschaftlich. Die Schulden, die Verschuldung muss in beschleunigtem Maße anwachsen, damit die Geldvermögen anwachsen. Es hängt also mit dieser Art des Geldes zusammen, verknüpft mit Schulden. Das Kürzel dafür ist Schuldgeld. Und schon mit der Kreditvergabe, hier haben wir diesen Aspekt der Verschuldung und des Schuldgeldes. Ich hatte ja vorhin auch angedeutet, die Rolle von Zentralbanken und Geschäftsbanken bei der Geldschöpfung. Und zusätzlich also schon bei der Geldschöpfung, bei der Geldentstehung, kommt ja schon ein Zins mit ins Spiel, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmephasen, von denen wir jetzt gerade eine durchlaufen, wo der Zins der Zentralbanken, der sogenannte Leitzins, also mit T geschrieben, der Leitzins, wo der mal in der Nähe von Null ist und jetzt sogar ein Stückchen schon im negativen Bereich. Das hat man sich vorher nie vorstellen können. Aber ansonsten, also über Jahrzehnte, über Jahrhunderte haben schon bei der Geldentstehung die Zentralbanken und die Geschäftsbanken den Zins verknüpft mit dem Geld. Und alles Geld, was also umläuft oder umlaufen sollte, damit es funktioniert, an dem haftet immer die Schuld irgendwelcher Teile der Gesellschaft, die dann auch in Haftung genommen werden. Und übrigens, wenn sie das nicht aufbringen, oftmals auch verhaftet werden. Es sitzen so und so viele säumige Schuldner, auch in Deutschland, im Knast, die deswegen verurteilt sind oder wurden, weil die Banken gesagt haben, die haben uns bei der Kreditvergabe getäuscht. Die haben hier viel mehr vorgetäuscht, was sie also an wirtschaftlichem Potenzial haben, als es sich dann herausstellte. Und dafür sind die dann auch noch belangt worden, zusätzlich zu der Schuld, die ihnen noch angehängt wurde und anhaftete, so und so viele Verhaftungen von Schuldnern. Ja, wie gesagt, wenn dann der Staat das übernimmt als Bürger, dann haftet der Staat und dann droht dem Staat sogar der Bankrott, Staatsbankrott, was wir derzeit in den Tagen gerade erleben, große Gefahren, große Bedrohung. Argentinien steht erneut vorm Staatsbankrott gegenüber internationalen Gläubigern, die erbarmungslos ihre Forderungen eintreiben, die sie vorher, also Hedgefonds, auf höchst fragwürdige Art und Weise erstmal erworben hatten. Argentinien hatte ja schon mal, ich glaube 2001, eine dramatische Finanzkrise. Und dann sind damals diese Forderungen abgewertet worden, also was man Schuldenschnitt nennt. Und dann haben etliche der Finanzinstitutionen diese entwerteten, also zum Schleuderpreis diese Forderungen aufgekauft und haben jetzt vor amerikanischen Gerichten eingeklagt, dass sie nicht etwa den Betrag, zu dem sie das eingekauft haben, fordern, sondern den ursprünglichen 100% Betrag. Und das bringt Argentinien schlagartig in den Staatsbankrott rein. Eine höchst dramatische Entwicklung, gerade in den Tagen jetzt. Also wo auch immer, ob es private Schuldner trifft, wie die Unternehmen, ob es private Schuldner trifft, wie die Häuslebauer, private Haushalte also, ob es den Staat trifft, der dann überfordert ist, der auch auf Dauer gar nicht so viel Steuereinnahmen eintreiben kann, wie erforderlich wäre, um diesen wachsenden Schuldenberg irgendwo zu bedienen oder gar abschmelzen zu lassen. Davon ist ja schon gar keine Rede mehr. Überall spitzt sich die Entwicklung zu mit diesem exponentiellen und ich sage nochmal krebsartigen Anwachsen der Schulden. Also während das ja noch aus der Sicht der Geldvermögenden was Tolles ist oder als solches erscheint, aber die Schulden, die exponentiell wachsenden, krebsartig wachsenden Schuldenlasten,
müssen, und zwar systembedingt, zu immer mehr Zusammenbruch von Schuldnern führen. Nicht, weil die angeblich schuld sind an ihrem Versagen, sondern dieses System erzwingt es, treibt es in wachsendem Maße hervor, dass immer mehr Schuldner, also Unternehmen, private Haushalte, Staaten, Staatshaushalte und ganze Teile der Welt, wie etwa die Dritte Welt über viele Jahrzehnte, dass die zusammenbrechen müssen und dass dann die Gläubiger kommen und Zugriff auf die Sicherheiten haben. Und wenn das ganze Länder und Völker sind, sieht dieser Zugriff so aus, dass Zugriff auf die Ressourcen genommen wird und Zugriff auf die Bevölkerung genommen wird. Und dafür gibt es internationale Institutionen, die das auch mit aller Gewalt, auch im wahren Sinne bis hin zu militärischer Gewalt, durchsetzen, erbarmungslos durchsetzen und durchziehen. Und dazu gehören IWF und Weltbank. Zwei Institutionen, die im Zusammenhang der Bretton Woods-Konferenz 1944 geschaffen wurden und die erst andere Rollen hatten. Der IWF hatte ganz andere Rollen, die sich dann erledigt haben Anfang der 70er Jahre. Aber anstatt die Institution dann aufzulösen, hat man ihr eine neue Funktion übertragen. Und das ist, wo kein Gläubiger, kein Kreditgeber mehr bereit war, meinetwegen Ländern der Dritten Welt Kredite noch zu geben, der IWF großzügig eingesprungen ist und mit helfender Hand scheinbar eingesprungen ist. Und dann haben die Länder zugegriffen. Und als sie dann, so wie ein Köder an der Angel den Fisch lockt, ja, und der Fisch hat Hunger und dann endlich hat er da diesen Happen geschnappt und das ist die Rolle des IWF über Jahrzehnte. Ist jetzt natürlich ein bisschen drastisch verkürzt, das lässt sich aber alles untermauern und belegen. Zum Beispiel hat es ausführlich getan der Michel Chosudovsky. In seinem Buch The Globalization of Poverty, die Globalisierung der Armut, das ist dann vor 10 Jahren schätzungsweise übersetzt worden mit global, brutal und damals im Verlag 2001 publiziert worden. Da hat er an vielen konkreten Länderbeispielen aufgezeigt und untermauert, wie die erstmal mit Krediten des IWF gelockt worden sind und dann an der Angel, am Angelhaken und am Widerhaken hingen und vollkommen dann dem Einfluss der Gläubiger unterworfen wurden. Der Zweck der Übung ist letztendlich Ausplünderung anderer Teile der Welt. Und Chosudovsky hat dann einen sehr deutlichen Begriff geprägt, nämlich Financial Warfare, finanzielle Kriegführung. Und zwar nicht in dem Sinne, den wir ja ohnehin schon kennen, dass man mit Geld Waffen, Rüstungsgüter kaufen kann und mit denen militärisch Krieg führen kann. Das ist ja auch noch eine Form bis heute, leider immer wieder. Aber im Vorfeld militärischer Intervention und Eskalation steht in vielen und stand in vielen konkreten Beispielen, vermittelt durch Rolle von IWF und Weltbank, eben dieses Geschehen, dass die Gläubiger Zugriff auf die Länder bekommen haben, mit der letzten Konsequenz, diese Länder auszuplündern und auszubeuten. Es ist auch eine Art Whistleblower damit mal in die Öffentlichkeit gegangen, der John Perkins. Fußball geht erst um 22 Uhr los. John Perkins in seinem Buch Bekenntnisse eines Economic Hitman. John Perkins. Ein sehr bewegendes Buch, weil er von hinter den Kulissen über seine Rolle, langjährige, jahrzehntelange Rolle in diesen Zusammenhängen geschrieben hat.
und dort deutlich wird, was eigentlich die Aufgabe ist dieser Institutionen. Also sozusagen Appetit zu machen auf Kredite, indem man diesen Ländern Großprojekte aufgeschwätzt hat, die sie selber nie finanzieren konnten. Dann, wie gesagt, die helfende Hand und so weiter und so fort. Und dieser John Perkins hat dann mehr und mehr Gewissensbisse entwickelt und irgendwann gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr das verantworten. Ich gehe an die Öffentlichkeit und zeige das auf. Ja, das sind jetzt ein paar Aspekte, die sich ergeben aus diesem systembedingten Zwang. Das ist ein systemimmanenter Zwang zu wachsender Verschuldung, an dem insbesondere die Interesse haben, die hier ihre Geldvermögen exponentiell anwachsen lassen wollen. Und das geht nicht einfach so, sondern nur mit dieser Grundlage hier. Und für den Fall, wie gesagt, dass die Schuldner zusammenbrechen, wird dann eben, und das hat die Weltfinanzkrise 2008 gezeigt, global organisiert, dass das, was eigentlich jetzt an Forderungsausfällen fällig wäre, dass das aufgefüllt wird durch die Bürgschaft der Staaten, durch die Rettungsschirme. Und ja, da sind wir noch voll drinnen. Wir ahnen ja noch gar nicht, was alleine Deutschland dort sich angehäuft hat an Haftungsverpflichtungen, auf die noch nicht zugegriffen worden ist, aber das wird noch mehr und mehr eintreten und dazu gehört auch der ESM und die Kritik daran, wie sie die AfD formuliert hat und in die Öffentlichkeit getragen hat, halte ich für voll berechtigt. Sie deswegen in die rechte Ecke schieben zu wollen, völlig daneben. Aber wie gesagt, das sind diese Dinge, über die ich ja schon vorhin mehrmals gesprochen habe. Also was sich hier zusammenbraut, das treibt unvermeidlich und in größeren Abständen eben zu Entwicklungen, wo es zu Entwertungen kommen muss. Ja, hier zerbricht schon die Kreide unter dem Druck der Dynamik. Und wenn die Geldvermögen, die Forderungen sich entwerten, dann geht das nur oder bringt mit sich, dass auch die Schulden sich entwerten. Das ist wie bei Starkstrom und immer stärkerer Spannung, dann kommt es zu dieser heftigen Entladung in kürzester Zeit, in welchen Formen auch immer sie sich dann darstellt. Die Formen als solche sind nicht sozusagen ja, determiniert, nicht vorbestimmt. Die Entwertung hier kann verschiedenste Formen annehmen. Eine ist ein Börsencrash, wo die Kurse zum Beispiel abstürzen. Eine andere Form, die haben wir in Deutschland 1923 erlebt, und das ist die Hyperinflation, wo ja dann zum Beispiel die Staatsschulden damals im Gefolge des Ersten Weltkrieges in Deutschland sich zu riesigen Summen aufgetürmt hatten. Nur in der Inflation 1923 waren die ganzen Staatsschulden, also die der Staat ja dann hätte bedienen müssen, die waren zusammengeschrumpft auf ein Volumen, umgerechnet in real Kaufbares, von einem Apfel und einem Ei. Das kann man wirklich ungefähr so sagen. Die waren nichts mehr wert. Und insofern war das ein Teil des Geschehens, die Schulden entwerten sich und damit die Forderungen auf Seiten der Gläubiger. Aber solche dramatischen Ereignisse, die reißen halt eine ganze Menge andere Bereiche sozusagen mit in den Strudel und mit in die Tiefe. Und wenn es erkennbar wird, dass das Geldsystem solche heftigen Erschütterungen alle paar Jahrzehnte, also alle 60, 70 Jahre, regelrecht braucht, dann ist es doch so dringend erforderlich, sich Gedanken darüber zu machen, was da grundlegend zu ändern ist. Stattdessen gibt es jetzt sogar Thesen von renommierten Ökonomen in den USA, dass das System
immer wieder Kriege braucht, und zwar nicht als Kritik an dem System, sondern der fordert, wir brauchen jetzt mal wieder Kriege, ja, damit wir die Wirtschaft hier und das Finanzgeschehen wieder ins Lot bringen können. Das ist doch der komplette Wahnsinn. Der komplette Wahnsinn. Und da gilt es wirklich, wenn die Experten da schon kein Licht ins Dunkel bringen, dass die allgemeine Bevölkerung ja lernt, sich mit diesen Zusammenhängen mehr und mehr zu beschäftigen und sich mehr und mehr Gehör auch zu verschaffen und sich nicht mehr alles nur von oben von der Kanzel runter predigen zu lassen, also im übertragenen Sinne der ja, Experten, sondern selber sich mit diesen Zusammenhängen zu beschäftigen und daran mitzuarbeiten, andere Wege zu finden. Ja, das ist jetzt eine kurze Andeutung hier der Problematik des Zinssystems. Wie gesagt, hier könnte man, ja vielleicht eine kleine Ergänzung sollte ich schon noch machen, hier könnte man jetzt noch einzeichnen, wie die Zinslasten ja dadurch auch exponentiell steigen. Und diese Zinslasten, die könnten ja vielleicht auch erwirtschaftet werden durch ein entsprechend wachsendes Sozialprodukt. Ich male das mal hier hin, gesamtwirtschaftlich. Wenn das Sozialprodukt auf Dauer exponentiell wachsen würde, dann wäre es ja kein grundsätzliches Problem, wenn ein Teil davon abgezweigt würde zur Bedienung des Schuldendienstes. Zinslasten, die habe ich jetzt hier ein bisschen gestreckt und in diesen Quadranten, in dieses Feld hier gebracht. Und das sagen ja dann auch die Wachstumsbefürworter oder gar Wachstumsfanatiker. Das kann man ja kaum noch anhören. Ja? Was wir brauchen ist Wachstum. Moment, Wachstum, Wachstum. Ja? Und dann natürlich, ja, Investitionen, aber auch Sparen, ja, das Ganze flexibel und oder lieber nicht. Und es ist so eine Ratlosigkeit und Hilflosigkeit. Aber man kann das den Politikern, wie gesagt, noch nicht immer übel nehmen, weil wenn die die Wirtschaftsweisen fragen, also die Weisen aus dem Abendland, im Sachverständigenrat, kriegen sie von da auch keinen Rat. Und entsprechend, ja, ist immer noch diese Hilflosigkeit da. Das Sozialprodukt kann auf Dauer nicht wachsen, auch wenn die LaRouche-Bewegung, auf die ich vorhin mal kurz eingegangen bin, das nun zum obersten Ziel erhebt. Wachstum, Wachstum über alles. Also die ist dann noch fanatischer, noch päpstlicher als der Papst sozusagen. Aber das geht nicht. Das sind wachsende Ressourcen, die da in Anspruch genommen werden. Es sind wachsende Umweltbelastungen, unter denen der Planet und die Natur immer mehr zusammenbricht und. Es ist ein wachsender Druck auf die arbeitende Bevölkerung, die ihrerseits unter diesem Druck mehr und mehr zusammenbricht. Das kann doch nicht die Lösung sein. Und selbst wenn man auf Teufel komm raus diese Wachstumsförderung und den Wachstumszwang betreibt, muss sich die Wachstumsrate, auch wenn sie anfänglich hier mal so gewesen ist, das muss sich abschwächen. Das geht gar nicht anders. Auch China kommt in diesen Bereich jetzt langsam mehr und mehr hinein. Und Deutschland war am Anfang in den 50er, 60er Jahren hier in diesem Bereich drin. Aber Ende der 60er Jahre mündete das in sowas ein. Das lässt sich auf Dauer nicht aufrechterhalten. Und das zeigt jede Zinseszinsrechnung, wenn man die dann mal noch ein bisschen weiter verlängert, auf 100 Jahre oder dann mal rechnerisch auf 200 Jahre. Irgendwann wird völlig klar, das lässt sich in einer Welt real begrenzter Ressourcen und nicht beliebig ausdehnbarer Absatzmärkte nicht und auch nicht mit aller Gewalt durchsetzen. Also muss man dem doch ins Auge sehen und sich damit auseinandersetzen, wie geht man denn damit um, wenn die Wachstumsraten dann zurückgehen und dann auf Null gehen, dann ist natürlich kein Wachstum mehr, oder wenn es gar rückläufig ist, das Sozialprodukt.
also wieder sinkt. Das ist ja eigentlich auch keine Katastrophe, ja, weil, also jedenfalls in unseren Breiten für große Bevölkerungsteile ist ja ein unglaublicher Überfluss auch. Das wäre doch keine Katastrophe, wenn wir auf ein Niveau von Konsum zurückkämen, wie es vielleicht vor 5 Jahren war oder vor 10 Jahren. War das denn das reine Elend hier in unseren Breiten? Nein, das war es doch nicht. Also das kann nicht der Grund sein. Das ist der immanente, systemimmanente Wachstumszwang aus diesen Gründen hier. Man muss sich aber mehr und mehr damit konfrontieren, mit der Frage, was kommt denn danach, nach solchen Wachstumsphasen? Da gibt es mittlerweile einen Randbereich in der Uni, also Postwachstumsökonomie. Das sind aber auch Ausnahmeerscheinungen. Ansonsten weiter Wachstum, Wachstum über alles. Ich würde daraus mal die Welthymne einbringen wollen, über alles in der Welt. Da kann Deutschland ja noch die Melodie zu beisteuern vielleicht auch. Es geht auf Dauer nicht. Und wenn sich das abschwächt hier in einem nicht mehr wachsenden oder nicht mehr hinreichend wachsenden Gesamtorganismus, wenn da ein Teil weiter exponentiell wächst, dann frisst der sozusagen immer mehr die Lebensgrundlagen des Gesamtsystems auf. Die werden immer mehr zersetzt. Und dann haben wir hier den Weg in Richtung Krise. Das sind jetzt ein paar Aspekte, längst nicht alle. In meinem Buch von 1996, Der Nebel um das Geld, mal sehen, ob ich das hier überhaupt mit habe. Nee. Da war ein Bild, das Geld verknüpft mit Zins, und diese Verknüpfung treibt 5 Krisentendenzen hervor. Und eine davon war die Krise der Wirtschaft, und das habe ich jetzt hier ein Stück abgeleitet. Die Krise der Umwelt ist ein anderer Aspekt, nämlich der Wachstumsdruck, der Wachstumszwang ruiniert eben immer mehr die Umwelt. Dann die Krise der Gesellschaft, also im Sinne einer wachsenden Polarisierung, einer Auseinanderentwicklung, und zwar nicht nur linear wie eine Schere, sondern viel dramatischer als eine Scherenöffnung. Diese Auseinandersetzung von Reich und Arm, diese Polarisierung der Gesellschaft, was enorme soziale Spannungen ja schafft, wo es eigentlich gar nicht ausbleibt, dass die irgendwann dann umschlagen und eskalieren in offene Gewalt in der Gesellschaft. Und da nützt es auch nichts, dass man die Gewaltexzesse beklagt, sondern es braucht eine Veränderung der Grundstrukturen, die den Boden erst bereiten für die Eskalation der Gewalt. Ja, dann war hier noch eine weitere Krise, nämlich die des Staates, des Staatshaushaltes, das hatte ich kurz angesprochen, Staatsverschuldung, Staatsbankrott. Und dann schließlich noch hier all diese Aspekte für die dritte Welt, mittlerweile auch für Teile der zweiten Welt, also der früheren sozialistischen und dann transformierten Länder und Ökonomien. Wie gesagt, das alles gilt es dann rauszuarbeiten, und das habe ich 1996 schon getan und habe auch im Titelbild erkennen lassen, dass diese Verknüpfung zwischen Geld und Zins verschleiert ist, wie hinter einem Nebelschleier verborgen. Daher auch dieser Titel, Der Nebel um das Geld, Untertitel, ein Aufklärungsbuch, also um diesen Nebel aufzuklären. Und dann haben andere daraus ein Aufklärungsbuch gemacht. Ja, ich hatte es als Wortspiel gemeint, ein Aufklärungsbuch. Aber so wie wir früher, also meine Generation, Aufklärungsbücher brauchten und Aufklärungsfilme und Ähnliches zu anderen tabuisierten Themen, so ist es dringend erforderlich, hier mehr und mehr Klarheit entstehen zu lassen. Und das ist nicht so schwer, wenn man erstmal auf die Ebene allgemein verständlicher
Darstellungen kommt, mit ein paar Bildern, mit einer allgemeinverständlichen Sprache. Und das kann ja immer noch weiterentwickelt werden, sodass es schließlich schon die Kinder verstehen. Und dann vielleicht einen leichteren Zugang haben, später sich mit diesen Zusammenhängen auseinanderzusetzen, als wenn man schon festgefahren ist in bestimmten Denkstrukturen und in bestimmten reflexartigen Reaktionen, wenn die Denkstrukturen hinterfragt werden und ins Wanken kommen. Jedenfalls, die Lösung kann nicht darin bestehen, diese Tabus weiterhin kollektiv zu verdrängen. Es braucht Aufklärung, es braucht Bewusstwerdung. Und auf der Grundlage sind dann auch eine Reihe von Reformvorschlägen ja schon entstanden, zum Teil auch umgesetzt worden. Das habe ich jetzt in der Kürze nicht hier dargestellt, aber es gibt Alternativen zum Zinssystem. Es hat sie auch historisch gegeben. Es hat 300 Jahre in unseren Breiten gegeben, von blühendem Hochmittelalter. Und das war bezeichnenderweise eine Phase, in der der Zins in der Ökonomie kaum eine Rolle gespielt hat. Aus bestimmten Gründen, weil dieses damalige Geld, das hieß Brakteaten, dieses damalige Geld, was aus brüchigen Münzen bestand, so unattraktiv schien, dass keiner auf die Idee kam, das nun unbedingt immer weiter anhäufen zu wollen, sondern dass die Menschen von sich aus schnell weitergegeben haben. Nach der Devise Taler, Taler, du musst wandern oder der Rubel muss rollen, das sind ja alles Volksweisheiten und Volkserkenntnisse gewesen. Und in diesen 300 Jahren blühendem Hochmittelalter sind auf der Grundlage einer relativ krisenfreien Entwicklung, dort, wo also das Zinssystem alle paar Jahrzehnte so drastisch reingehauen hat, in den 300 Jahren ist das nicht der Fall gewesen. Und da sind kulturelle Reichtümer entstanden, über die wir uns heute noch wundern. Es wäre auch mal interessant, wann diese Stadt hier historisch entstanden, also ich weiß es nicht, ihr wisst es wahrscheinlich. Jedenfalls gotische Dome sind vielfach in dieser Zeit entstanden. Mittelalterliche Städte sind in dieser Zeit wie die Pilze aus dem Boden geschossen worden. Das war kultureller Reichtum. Noch nicht einmal erzwungen und abgepresst durch dramatische Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung. Das wäre ja erstmal naheliegend anzunehmen. Sondern denen ging es auch noch relativ gut. Und die Arbeitszeiten waren viel geringer in dieser Phase, als wir das heute kennen. Und die Sinnlichkeit konnte sich in vieler Hinsicht in dieser Phase viel mehr entfalten, als man das dann aus diesen finsteren Jahrzehnten und Jahrhunderten hinterher kennengelernt hat in unserem Breiten. Also das wäre eine Vorlage sozusagen, das aufzuarbeiten, und da ist einiges auch geschehen. Zum Beispiel Bernard Lietard, ein früherer Zentralbanker, hat Bücher veröffentlicht, Das Geld der Zukunft und Mysterium Geld. Bernard Lietard geschrieben. Und darin finden sich auch Kapitel über diese wirklich bewundernswerte Phase des blühenden Hochmittelalters. Es gibt darüber hinaus kleinere Alternativen in jüngerer Zeit, also im 20. Jahrhundert. Das sind zum Beispiel die Regionalwährungen aus den 30er Jahren, als ringsrum alles immer weiter dramatisch sich zuspitzte mit Massenarbeitslosigkeit und Firmenzusammenbrüchen und so weiter, wo damals diese österreichische Gemeinde Wörgl eine Idee aufgegriffen hatte, eines Silvio Gesell, der also Jahre und Jahrzehnte vorher schon das Zinssystem kritisch beleuchtet hatte und aber nicht nur kritisiert hatte, sondern sich Gedanken gemacht hatte, wie kann denn das Geld auf andere Weise in Fluss gehalten werden als über das Lockmittel Zins, also den Sparer sozusagen zu locken, rück mal dein Geld raus und leg das mal hier an, damit das dann weiter verliehen werden kann. Und da hatte der Gesell eine originelle Idee, anstelle des Zinses als Lockmittel einen Umlaufantrieb einzubauen in das System, nämlich der dann wirksam wird, wenn das Geld dem Fluss entzogen wird.
oder nur gegen Zins rausgerückt wird, dann sollte wirksam werden eine Geldumlaufsicherungsgebühr oder ein Umlaufantrieb oder eine Liquiditätsgebühr. Da gibt es mittlerweile verschiedenste Begriffe dafür. Und das ist, diese Idee ist dann aufgegriffen worden in Wörgl und hat damals eine Region inmitten der Weltwirtschaftskrise, die sich immer weiter zuspitzte, zu einer regionalen Wirtschaftsblüte kommen lassen. Man sprach vom Wunder von Wörgl und viele andere Gemeinden und Städte in Österreich wollten diesem Beispiel und diesem Modell folgen. Und in Deutschland gab es auch Ansätze in der Richtung, das war also Anfang der 30er Jahre, 32. Und in den USA, das sprang auf die USA über, gab es eine breite Bewegung, Stamp-Scrip-Bewegung hieß die aus bestimmten Gründen. Und wenn man fragt, ja, was ist denn daraus geworden? Es waren erfolgreiche Modelle. In Wörgl war die Arbeitslosigkeit in einem Jahr um 25% zurückgegangen, während ringsum es immer schlimmer wurde. Die öffentlichen Investitionen blühten wieder auf, weil die Steuerkasse, die kommunalen Steuern, Steuereinnahmen auch wieder gesprudelt sind und so weiter und so fort. Das Geld kam also durch diesen Umlaufantrieb in einen kontinuierlichen Fluss, und fließendes Geld wirkt eben ganz anders als ein Geld, was immer wieder im Fluss unterbrochen werden kann, also entweder ins Stocken gerät und dann fehlt die Nachfrage nach Sozialprodukt und es gibt Absatzkrisen, oder das Geld strömt wo ganz anders hin, nämlich an die spekulativen Finanzmärkte, treibt dort die Kurse massiv in die Höhe, nicht weil die Aktiengesellschaften besser gewirtschaftet hätten, sondern nur weil die Märkte überflutet werden mit Geld, was der Realwirtschaft, wo es dringend gebraucht würde, entzogen wird. Plus dem Geld, was die Zentralbanken und Geschäftsbanken aus dem Nichts schöpfen, angeblich um die Realwirtschaft anzukurbeln. Aber sie haben ja keinerlei Einfluss darauf, wohin das Geld fließt, und das überflutet dann die Finanzmärkte, und so war es 1929 schon, ehe es zum Börsenkrach kam. Und wir sind erneut in einer Phase, wo dann gejubelt wird über den Anstieg des DAX und des Dow Jones und so dieses Index für die Aktienkurse, und wo sich wiederum Spekulationsblasen aufbauen, die gar nicht anders können, als dann zu gegebener Zeit und aufgrund irgendwelcher Auslöser dann wieder sozusagen zerplatzen und ja, weitere Krisenwellen auslösen. Also diese Art von fließendem Geld, wie es historisch schon es gegeben hat und eben dann auch in den Regionalwährungen sich schon bewährt hat, das wäre eine Perspektive, darauf wieder zurückzugreifen, und zwar nicht nur in Regionalwährungen, die es ja jetzt auch schon wieder gibt, wie etwa den Chiemgauer und etliche andere, sondern auch einzubauen, einen solchen Umlaufantrieb in ein nationales oder gar internationales Geldsystem. Das sind alles nur ganz kurze Andeutungen jetzt hier heute Abend. Ausführlicher wird das abgeleitet und dargestellt, wie gesagt, auf meiner Website in der Veranstaltungsreihe Geld regiert die Welt, die Entschleierung der Geldherrschaft. So, ich denke, dann machen wir an der Stelle jetzt eine Viertelstunde Pause und dann gucke ich mal, was ich nachher noch hinkriege von dieser Sonderrolle des Dollar. Aber 9:30 sollten wir dann das für heute Abend beenden.